So, hier liegt die Zeitschrift. Sehr gut, ich wusste es. Die Beat 'em Up 001. Das ist Xels eben, Xels Ability Zeitschrift, möchte ich mal so nennen. Das verbessert eben sein Limit Break. So, Beat 'em Up 001, Delfinschlag, übermächtig. Wissen Sie eigentlich, was Delfine sind? Sie sind Säugetiere, die im Meer leben. Beim Delfinschlag wurde das Geheimnis Delfine gelüftet und in Schlagkraft umgesetzt. Natürlich, man löst einfach irgendein Geheimnis und kann alles in Schlagkraft umsetzen. Er erfordert höchste Konzentration. Delfinschlag L1R1, L1R1. Die Kombination verläuft etwas anders als sonst. Passt also gut auf. Und bloß nicht auf Menschen anwenden. Ja genau, also haben wir jetzt quasi einen neuen Schlag dazu bekommen. Den können wir dann benutzen, wenn er seinen Limit Break hat. Wie hier schon steht, etwas anders als sonst. Deshalb, weil normalerweise sind bloß die normalen Buttons wie Kreuz, Kreis, Dreieck, Viereck belegt. Und das ist, glaube ich, einer der wenigen Schläge, die die L-Tasten dazu benutzen. Aber eigentlich dadurch auch ein sehr leicht auszuführender Schlag, da man eben diese Kombination dann einem in Blut, wie heißt das? In Herz und Blut übergeht. Herzblut? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr leicht. So, hier geht's nicht weiter. Und ich möchte mal fast sagen, Scheiße. Bin ich doch wohl in die verkehrte Richtung gelaufen. Tja, so passiert's. Ich rede mir hier die ganze Zeit ein. Mensch, ach, das muss doch die richtige Richtung sein. Und ach, ich bin mir diesmal ziemlich sicher, dass es die richtige Richtung ist. Und dann sowas. So, Freunde. Wie doof. Naja, ganzen Weg wieder zurück. Ja, das wird heute ein sehr actionlastiges Let's Play. Die Hälfte der Zeit ist, glaube ich, auch schon rum. Und dementsprechend wird es schon fast vorbei sein, wenn wir oben gekommen sind. Aber was soll's, ein bisschen Seed-Geld gekriegt und ein bisschen gelevelt dabei. Warum gehe ich eigentlich nochmal rein? Ich habe ja schon alles abgeklappert. Bis zur Etage 6 oder 7. Ja, werde ich sehen. Wenn ich am Savepoint wieder vorbeikomme, weiß ich, ab wann ich wieder in die ganzen Räume reingehen muss. Bis dahin drehe ich einfach meine Runden, hoffe, dass ich nicht auf allzu viele Gegner stoße. Das dazu. Aber eigentlich die normalen nur. Das hat sich ruckzuck erledigt. Ihr entkommt uns nicht. Ja, ab und zu haben sie so einen lockeren Spruch parat. Oh, Xel macht 122 Schaden. Das ist natürlich schon beachtlich. Vorhin hat er bloß 99 gemacht. Wie kommt's, alter Xel? Plötzlich so einen Stärkeschub? Liegt es etwa an diesem einen Punkt Stärke, den ich dir dazugegeben habe, mit Stärke plus? Müsste es ja wohl fast. Freut mich auf jeden Fall. Dann kann er diese einfachen Viecher mit... Viecher, na klar. Diese normalen Gegner mit einem Schlag niederstrecken. Jo. No, ich weiß noch nicht, ob ihr es gesehen habt oder nicht. In meinen Bulletins habe ich Mitte letzter Woche irgendwann mal einen Post gemacht, weil der liebe Dynamaniac hat gefragt, ob ich mal meine Final Fantasy Figuren zeigen kann, von denen ich mal in einem Let's Play geredet habe. Und das habe ich dann auch in die Tat umgesetzt und habe sie mal alle fotografiert. Alles sehr staubig, habe ich auch dazu geschrieben. Kommt davon, wenn man immer bloß Let's Plays macht und nie putzt. Aber da könnt ihr euch eben mal betrachten, das ist die komplette eben Final Fantasy 8 Charaktersammlung von Bandai Namco oder so. Ja, die Charaktere sind alle komplett, so viel haben sie rausgebracht. Kann ich ja nochmal sagen, wer dabei ist. Also es ist Laguna dabei. Squall, Cipher, Xel, Irvine, Rinoa, Selphie und Quistis. Ja, an sich alle. Alle Hauptfiguren, also alle von meinem Team, plus zusätzlich Cipher und Laguna. Jo. Und dann habe ich eben zwei Gf schon, das habe ich ja auch letztens gesagt, Ifrit und Gilgamesh. Und ja, auf den Bildern könnt ihr auch meine Gunblade sehen, denn ich habe eine... Naja, was heißt echte Gunblade? Ich habe ein Replika einer Gunblade.
aber nicht das Replika der Gunblade aus Final Fantasy VIII oder aus irgendeinem anderen Final Fantasy Teil. Ich glaube, es gab noch irgendeinen Final Fantasy Teil, da kam nochmal so eine Gunblade-ähnliche Sache vor. Bin ich mir gerade ziemlich unsicher. Weiß ich gerade nicht. Naja, auf jeden Fall, nein, es gab auch im, sag ich jetzt mal, im richtigen Leben, im Real Life, damals im Mittelalter, dort wurden Gunblades hergestellt. Und zwar, das ist eigentlich bloß ein Dolch und daran ist eben so eine, ein Kanonenrohr angebracht, möchte ich mal sagen, so ein Pistolenlauf. Denn damals musste man ja diese Pistolen vorher stopfen und dann Kugeln reinpacken und so weiter. Und so ein kleiner Lauf ist eben auch an diesem Dolch dran. Und das sind quasi die einzigen wirklich hergestellten Gunblades in der Geschichte der Menschheit, die ich kenne. Und davon konnte ich mal auf einem Trödelmarkt eben so ein Replika, also eben ein Ding, was nicht scharf ist und was woraus sich auch nicht schießen lässt, eben, ja, so etwas konnte ich da sehr, sehr billig erwerben. Und das gibt eben meiner Final Fantasy VIII Sammlung nochmal den letzten Schliff. Ja, im Hintergrund der Bilder könnt ihr dann auch meine ganzen Final Fantasy Spiele sehen. In der Originalversion, da hinten stehen eben Final Fantasy 7, 8, 9, achso, und 6, also 6, 7, 8 und 9. Also alle PlayStation-Teile stehen dahinter schön aufgereiht hinter meinen ganzen schönen Final Fantasy-Figuren. Jap, jap. Schaut es euch doch ruhig mal an. Ja, und wie ich eben schon sagte, da fehlen mir eben noch die ganzen Guardian Forces, die aber heutzutage kaum bis gar nicht mehr zu kriegen sind. Dementsprechend habe ich diesen Traum schon lang aufgegeben. Beziehungsweise auf irgendwie 10 Jahre in die Zukunft verschoben, wenn ich dann vielleicht so viel Geld habe, dass ich sie mir kaufen kann, egal zu welchem Preis. So, hier renne ich weg, da habe ich echt keinen Bock drauf, der ist so hartnäckig. Das mag ich jetzt nicht. So, das dazu. Und dieses nach oben und nach unten laufen, es ist echt schrecklich. Später kriegt man noch, je nachdem wie viel dieser Moombas man hilft, wobei ich auch absolut keine Ahnung habe, wie und wo man diesen Moombas helfen kann. Müsste ich in mein schlaues Buch gucken. Aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht auch nicht ständig reingucken. Und auf jeden Fall, je nachdem wie viel man den hilft, kann man zum Schluss, ich glaube bis zu 3 von diesen Zwischenbrücken, über die ich mich jetzt die ganze Zeit ärgere, dass ich da einfach nicht drüber springen kann, kann man davon bis zu 3 Stück einfach kaputt machen lassen von den Moombas und hat dann quasi ein paar Abkürzungen. So, der hier hat nichts zu sagen. Lässt sich auch nicht Karten spielen mit ihm. Komischer Kauz. Vielleicht beim Runtergehen später wieder. Ja, der Super-GAU, sage ich jetzt mal, wäre jetzt natürlich, wenn ich jetzt hochgehen würde, nur um zu sehen, dass ich einfach unten hätte sein müssen und da irgendwas machen müsste. Irgendeine Tür hingehen und X drücken vielleicht oder sonst was. Das wäre jetzt natürlich echt schrecklich. Aber hier ist ein Save Point. Und dort speichern wir. Ja, ein wenig still hier. Hab schon so viel gequatscht heute. Aber langsam gehen mir echt die Themen ein wenig aus. Ich kann euch mal wieder sagen, was ich denn so schönes spiele. Denn jede Woche spiele ich etwas anderes, wie ihr gemerkt habt. Denn ich bin ein Spielemaniac, möchte ich fast sagen. Und zwar vor kurzem ist ein Spider-Man-Spiel rausgekommen in den USA. Und ich weiß gar nicht, ob es in Europa auch gleichzeitig released wurde. Ich habe auf jeden Fall die amerikanische Version. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was das für ein Zauber ist. Blitzgar, auf jeden Fall Angst. Ja, habe ich mir importieren lassen für wenig Geld. Das mit dem Importieren geht eigentlich immer ziemlich gut. Und auf jeden Fall endlich nach Jahren und Jahrzehnten schon fast endlich ein Spider-Man-Spiel, was sich wieder lohnt zu spielen. Es heißt Spider-Man Shattered Dimensions und leidet unter ein paar solchen Krankheiten, unter denen die vorigen Spider-Man auch gelitten haben, wie zum Beispiel schlechte Kameraführung und dies und das und jenes. Also ist kein perfektes Spiel, aber ein sehr, sehr geiles Spiel. Und wie gesagt, nach diesen Jahren Enttäuschung von Spider-Man endlich wieder ein ordentliches Spiel, was man ordentlich spielen kann. Und das zocke ich momentan.